Weiter geht's diesmal mit, ja, im Zimmer von Gabo und dem Brian, der ja jetzt eigentlich mehr oder weniger die Identität mit der Leiche ohne Kopf tauschen muss. Und da wir erfahren haben bei der letzten Folge, dass der Typ so eine Tätowierung hatte und dass wir den irgendwie rasieren müssen und irgendwie eine Krankenakte tauschen und was weiß ich nicht alles, dann fangen wir doch mal an, ob er uns bei der Tätowierung helfen kann. Wegen der Tätowierung, die ich an Kurgan anbringen muss. Hast du irgendwas, das beim Tätowieren helfen kann? Nein, aber ich bin für jeden Vorschlag offen. Du kannst zu den 2000, die ich dir schulde, noch eine Milliarde addieren. Abgemacht. In der dritten Schublade meiner Kommode sind ein paar Feinliner. Nimm einen 0,05er. Schade, dass kein 0,03er da ist. Ich liebe es, mit Freunden Geschäfte zu machen. Na, wenn das nix ist. Da du so ein Künstler bist, warum tätowierst du ihn nicht selbst? Vergiss es. Ich soll deinen Arsch betrachten, während ich Kurgans bemale? Ja, so in etwa. Vergiss es. Ach hier, stimmt. Brian hatte die Tätowierung nicht. Ja. 37 Milliarden Dollar. Ich wollte dir ganze Berge von Geld anbieten, aber dann eben nicht. Gut. Ich werde dich nicht weiter mit der Tätowierung nerven. Meine empfindliche geistige Gesundheit bedankt sich. So, mal gucken. Wir gehen jetzt erstmal Ich bereite die Flucht weiter vor, Gabo. Gut für eine dich. Runde raus. Und da wir uns nicht die ganze Zeit selber auf den Po gucken können, während wir den anderen Typen anmalen, kommt jetzt Folgendes ins Spiel. Ich meine, der Kopierer. Manche benutzen sie, um die eigenen Hände, das Gesicht und noch pikantere Sachen abzulichten. Leute gibt es. Will den benutzen. Manche Leute benutzen. Alle mal weggucken. Ich lasse jetzt die Hosen runter. Es wäre doch schön, wenn wir uns, Ach, gib alles. zum Beispiel einen Vorhang denken könnten. Schon besser. Und jetzt? Mal sehen, ob es klappt. Perfekt. Man sieht alles sehr gut. Okay. Wenn ich bis drei zähle, hören wir auf, uns die Gardine vorzustellen. Eins, zwei, drei. Marcellos Lehren kann man richtig gut gebrauchen. Ohne den hätte ich mich nie getraut, durch dieses Röhrenlabyrinth zu wandern. Okay, dann gehen wir jetzt rein in das Labyrinth. Reden wir Tacheles. Bis jetzt weiß ich, wo das Casino ist, der Hauptlüfter und Kurgans letzte Ruhestätte. Und ich glaube, ich weiß, wie ich Bennets Büro erreiche. Alles im Griff. Okay. Da sind wir im Grunde genommen. Das ist. Ah, und das hier geht es wahrscheinlich um die Krankenakten von Bennets Büro oder in Bennets Büro. Dann würde ich vorschlagen, das machen wir doch mal. Genau. Nichts wie hin. Was ist das denn? Der Weg ist aber lang. Es ist jetzt aber kein Büro. Sieht mehr aus wie so eine Leichenaufbewahrungs irgendwas. Das stinkt ja bestialisch. Oh Gott. Ei, was habe ich denn hier? Das ist ja Sieht fies. aus wie eine Leichenhalle. Naja, die Anstalt ist mehr als 100 Jahre alt. Es würde mich nicht wundern, wenn man hier früher eine Leichenhalle, eine Notaufnahme oder was weiß ich hatte.
Boah, haben wir doch bestimmt ganz viele. Ja, mal gucken. Wenn ein Insasse zu viele Halluzinationen, Anfälle oder ständige Paranoia hatte, haben sie ihn dort angebunden und ihm eine elektrische Ladung direkt ins Hirn verpasst. Ja, ich würde sagen, da haben sie die Musik irgendwie zu laut gemacht. Nie im Leben. Das ist sowas von schaurig. Das sollte es doch auch sein. So, was hatten wir denn noch hier unten irgendwie? Ach, das ist so ein... Ist das denn irgendwie eine Waage oder so ein Flaschenzug? Oder was steht denn da? Flaschenzug, okay. Da unten ist eine Metallschüssel. Okay, Hinweis, Metallschüssel. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wohin. Okay, dann nehmen wir die Metallschüssel. Alles klar. Wie sauber. So, was haben wir denn noch hier alles? OP-Tisch. Himmel. In der Mitte ist ein Abfluss. Das erinnert mich an einen berühmten Psychiater, der dachte, der Keim des Wahnsinns befinde sich im Blut und es deshalb abgezapft hat. Man sagt, er hat einen Patienten um die 47 Mal zur Ader gelassen. Der verlor 5 Liter Blut und wahrscheinlich auch das Leben. Würde ich ja mal sagen, wenn das eine Leichenhalle ist, hat man seine Leichen irgendwie selbst fabriziert, nicht wahr? Das haben wir uns angeguckt. Was haben wir denn hier? Da haben wir noch 3 Sachen. Was ist das denn hier? Kontrolltafel. Elektrisches Bett hatten wir. Wahrscheinlich waren die elektrischen Betten daran angeschlossen. Unmöglich. Das Kabel, das nach oben führt, ist total kaputt. Ja, das ist ja gut. Was haben wir denn hier noch? Wagen mit medizinischen Instrumenten. Das klingt gut. Das klingt wie Instrumente sammeln. Medizinisch? Ja, Folterinstrumente, würde ich sagen. Also egal, nimm doch mal irgendwas. Naja, das Dingens hier ist nicht so eklig wie der Rest. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Saugpumpe gewesen ist. Okay. Aber ich mag mir nicht vorstellen, was man damit abgesaugt hat. Schauen wir uns das Ding mal an hier. Wenn ich statt Physik Medizin studiert hätte, wüsste ich, dass dies ein Exemplar des berühmten Dieu-la-Foy-Saugers ist. Aber leider weiß ich nichts davon. Okay, also eine Gewindestange wird dann das hochgekurbelt. Mann, die Musik macht mich total irre. Wieso sind hier 2 Dinger? Ah, da kommt immer aus Fußfesseln. Ich habe schon gewundert. Sie sind durch eine Metallkette verbunden. Kann man den nehmen? Ich male mir lieber nicht aus, bei welcher Art Therapie die benutzt wurden. Tatsächlich sehen sie aus, als wären sie nach der letzten Anwendung überhaupt nicht geöffnet worden. Ach Mensch, Brian, da hat man doch drauf gebissen. Die Kette ist etwa 1 Meter lang. Na, mal sehen, was wir machen. Also hier Rasierzeugs haben wir ja schon und... Eieieiei. Das kann spaßig werden. So, ich glaube, dann... müssen wir letzten Endes irgendwie hier rüber, ne? Was ist das denn? Planschbecken oder was? Oh Gott, sehen die siffig aus. Git. Die leben ja fast schon wieder. Mhm, da fehlt der Ton. Ich habe schon Misthaufen gesehen, die sauberer waren. Jedenfalls bei mir kommt nichts durch. Geht. Okay. Oh, vielleicht... Komm, nimm ein Bad. Ich habe heute Morgen geduscht. Ja, weiß auch nicht. Irgendwie ist dann der deutsche Ton hier weg und die Musik, glaube ich, ja, eben gerade auch. Nicht glaube ich, aber ich habe halt über eine englische Version von Runaway 3 hier, da habe ich eine deutsche Version drüber gebügelt. Nur deshalb ist hier jetzt die deutsche Sprachausgabe und der deutsche Text. Weil das wäre dann doch irgendwie ein bisschen blöde gewesen, das Ganze jetzt irgendwie auf Englisch zu spielen. Und weil, ich weiß nicht, ich kannte es auch nur auf Deutsch und dann eine andere Stimme. Wollte ich irgendwie nicht. Ist vielleicht auch so zum Mitlesen für Leute, die, sagen wir mal, echt nichts hören, ist das mit den deutschen Untertiteln ja vielleicht auch besser. Oh, man kann da reinklettern, dann machen wir das.
Aua! Meine Güte, die war so rostig, dass sie völlig zerbröselt ist. Na, recht vielen Dank, Frau Leiter. Und wie komme ich jetzt hier raus? Okay, also ist die Leiter kaputt. Gut, dann schauen wir uns das erstmal an. Oh, ein Schlauch. Wir nehmen erstmal alles. Das ist gut. Im Vergleich zu den anderen Sachen hier sieht er wie neu aus. Wahrscheinlich wollte man mit ihm hier sauber machen, hat den Plan aber später aufgegeben. Er hat nicht mal Staub angesetzt. Hm. Erstaunlich. Sieht aus wie ein Feuerwehrschlauch oder so, ne? Kann das sein? Der scheint recht elastisch zu sein. Ja. So, was haben wir denn da hinten? Eine Geburtszange? Wieso denn hier bei diesem Folterinstrument? Was brauchst du denn? Oh Gott, haben die irgendwelche... Ich will es mir gar nicht vorstellen. Was für eine seltsame Form. Ich mag gar nicht darüber nachdenken. Da geht's ihm wie mir. Gucken wir uns trotzdem mal an. Was für eine seltsame Form. Ich mag gar nicht darüber nachdenken. Du jo, wo ist das Köpfchen? Na ja, gut. Das war das Falsche jetzt hier. Was haben wir denn noch? Eine Bahre. Wahrscheinlich ist es die, die in dem riesigen Saal, wo ich vorher war, fehlt. Sie liegt hier schon so lange, dass sie regelrecht am Boden festgeklebt ist. So. Wird nicht einfach sein, sie zu bewegen. Irgendwie haben wir ja gar nicht viele Sachen. Ach, guck an, hier sind überall die Löcher. Was soll das denn? Es ist stockdunkel. Okay. Da drin ist eine Eisenstange. Ist auch gut. Es ist stockdunkel. Es ist stockdunkel. Eine Eisenstange. Muss ich dafür jetzt tatsächlich diese Zange benutzen? Habe ich was anderes? Nee. Das wäre jetzt die Zange wahrscheinlich, ne? Ich allein bin zu dem Schluss gekommen, dass die Eisenstange da so fest drin steckt, dass man sie mit bloßen Händen nicht rausholen kann. Aber mit Hilfe der Geburtszange könnte es mir gelingen. Ein Wunder! Es ist, als ob ich die Lösungen schon wüsste, bevor die Probleme auftreten. Hervorragend, dann leg mal los. Zack. So. Sie ist etwas rostig, aber was soll's. Und wenn das Ganze hier so läuft, dass die Dinge, die wir hier finden, uns helfen, hier wieder wegzukommen, dann bleibt hier nur noch die Bahre übrig. Und wenn wir eine Eisenstange finden, dann wenden wir einfach mal die Eisenstange auf die Bahre an. So, no? Einverstanden. Was machst du jetzt? Okay, ach so. Ist doch schon passiert. Ja, wieso dreht er das so rum? Ah, okay. Ich habe eine Idee. Nach der ganzen Mühe, die ich mir damit gemacht habe, wäre es eine gute Idee, sie zu etwas zu benutzen. Genau. Und gefunden haben wir den Feuerwehrschlauch. Also nehmen wir den Schlauch. Ach so, die Ketten. Nee, macht keinen Sinn mit der Bahre, ne? Eine Saugpumpe. Keine Ahnung, aber ein Schlauch? Was macht er denn jetzt? Binde den Schlauch um die Bahre. Ja, mit dem Hinweis elastisch, dann hüpft der oder was? Ja, ne? Wenn ich das täte, bekäme ich... Gab's nicht sowas? Naja, tatsächlich. Ein Trampolin? Ja, alles klar. Das ist es. Und jetzt raus hier. Na, es hat uns also keine neuen Gegenstände gebracht, sondern im Grunde genommen nur ein kleines Zusatzrätsel. Okay. Eins, zwei, drei. Oh, bescheuertes Schwimmbecken. Fast hätte es mir die Flucht verdorben. Ja, sonst wurde ja auch nichts angezeigt. Dann hauen wir jetzt ab. Ich muss aber gleich irgendwann mal speichern für mich. Mache ja mal einen kleinen Schnitt. Kehren die Luftschächte zurück. Also, kleiner Schnitt, ich speichere und dann gucken wir, dass wir mal zu dem Büro da kommen, wegen der Akte. Okay, wir haben das als neuen Punkt. Na gut, aber diesmal ohne überflüssige Abkürzungen. Ja, das will ich dir auch raten, du. Ronny, ich bin's, Benny. Wie läuft es? Wie immer, du weißt schon.
Meine Arbeit ist nicht so geheimnisvoll wie deine. Ich habe nicht so viele Geheimnisse. Ich wollte mich nur bei dir bedanken. Für das Paket mit den Sachen, um die ich dich bat. Ja, es ist alles drin. Die Fotos, die Schlüssel und die Anfahrtsbeschreibung zu Chapmans Waldhütte. Chapman? Warum werde ich bei dem Namen hellhörig? Ja, ich versuche diese Woche hinzufahren. Ich schulde dir was, Ronnie. Das heißt also, da hat er die Sachen bekommen, mit denen wir dann bei China ins Haus gehen konnten. Ach, hier oben sind wir bestimmt. Was heißt denn, kehren die Lüftungsschächte zurück? Bin ich draußen? Hallo? Da drin ist Kurgans Krankenakte. Ich muss mir irgendetwas einfallen lassen, um sie mit meiner zu vertauschen. Und dafür muss ja wohl der Doktor da irgendwie raus, ne? Das sind fast alles Studiendiplome und seine akademischen Titel der Psychiatrie. Bennett, der heldenhafte Streiter für geistige Gesundheit, ist unfähig, ohne Kaffee zu arbeiten. Und das ist eine Droge. Wenn wir den Kaffee loswerden, haut der Bennett ab, um neuen Kaffee zu holen, ne? Hat er doch gerade damit gesagt. Die Schwestern Amy und Martha Brewster, zwei Wohltäterinnen von Happydale in den 50er Jahren. Ist das denn ein Film, der seine Sitzung... Bei der Sonnenwärme, die durch das Dachfenster reinströmt, wird man schläfrig. Ein ideales Plätzchen für Hypnosesitzungen. Damit nimmt Bennett die Hypnosesitzungen auf. Er hat mal erzählt, dass er die Aufnahmen mit nach Hause nimmt und dort im Safe aufbewahrt. Edgar Allan Poe. Bennets Lieblingsautor. Ich kann den doch jetzt nicht wirklich anquatschen, oder? Wenn man bedenkt, dass ich vorhabe zu fliehen, wäre das nicht etwas kontraproduktiv? Ja, du hast ja so recht. Sieht aus, als macht er gerade seinen Bericht über mich für die Richterin fertig. Ich könnte vieles versuchen, den Text auszuradieren oder so. Aber er würde es merken und Verdacht schöpfen. Das könnte meinen Hauptplan gefährden, Kurgans und meine Akte zu vertauschen. Okay, dann lass uns mal gucken, wie werden wir den Typen denn los? Wir haben einen Kaffee, der weg muss, weil er dann das Büro verlässt. Wir haben einen Trichter, wir sind über ihm, bringt uns ja nichts. Klammern, Schreibtafel, das ist auch alles Quatsch. Wir haben einen Plastikschlauch, kann ich den runterlassen und dann ansaugen? So mit dem Mund so? Oder, passt er an die Saugpumpe? Warum nicht? Sieht wie eine Erfindung vom Mars aus. Ah, schön. Das lasse ich jetzt runter und der merkt es nicht, oder wie? Entschuldigung, muss mich gerade mal räuspern. Finde ich ganz komisch, dass keiner das merken soll, wenn neben ihm ein Schlauch runtergeht. Aber okay. Ah, das wäre vielleicht was. Mach mal. Echt. Aber vorsichtig wie die Igel. Denn wenn er den Schlauch bemerkt, genau. Dann... Bist du dran. Meister. Wie merkwürdig. Ich muss endlich mit dem Zeug aufhören. Jetzt! Ah, schnell! Vertausch die Krankenakte! Müssen wir das machen? Muss ich da dran? Nein. Automatisch, das ist schön. Das war knapp. Seine Krankenakte mit meiner vertauschen? Erledigt. Okay, das heißt, jetzt muss ich eigentlich im Grunde genommen wieder abhauen, ne? Da waren wir. Dann gehen wir zum Herz der Bestie. Ne? So, wir brauchen etwas, wie wir den Typen rasieren. Ist das überhaupt ein Rasierer?
Was haben wir denn sonst noch? Ach, Quatsch. Ah, ja. Das ist vielleicht gar kein Rasierer. Das ist vielleicht so ein Schaber oder so. Wir mussten das machen, ne? Wir mussten alles klar. Erledigt. Weil wir heiß wachsen, den Typen. Zur Haarentfernung. So war das doch, ne? Jetzt muss ich aber das Ding, glaube ich, irgendwo auf den... Muss ich den hier drauf stellen? Gute Idee. Wenn ich es sehr schnell mache und die Kerzen nur kurz drin bleiben, werden sie schmelzen, ohne zu verbrennen. Warte mal. Ich werde mir die Hände verbrennen, wenn ich versuche, das Wachs rauszuholen. Mensch, ich habe ja einen Trichter. Okay. Muss ich was machen? Ihm die Schultern enthaaren? Erledigt. Das macht er also von alleine. Ich dachte, wenn ich damit fertig bin... Keine Ahnung, was machen wir denn dann? Wir müssen ihn tätowieren oder so. Wo ist denn die Kopie? Da ist die Kopie. Müssen wir was mit dem Feinliner zusammen benutzen? Das versuche ich lieber gar nicht erst. Okay, wie kriegen wir das denn dann hin? Muss ich den Feinliner benutzen, einfach nur auf der Leiche? Ich habe das Zeichengerät, die Fotokopie als Vorlage. Mensch, das ist doch was. Ihm meine Tätowierung auf den Hintern kopieren? Erledigt. Okay, und Fingernägel schneiden gab's noch, ne? Habe ich da was? Mit dem Messer? Schere habe ich ja nicht. Schneid ihm die Fingernägel mit dem Messer? Oh, weia. Schneid ihm den ganzen Finger ab, oder? Ja, ein Buschmesser ist das Mindeste, was ich für diese schwere Aufgabe brauche. Ihm den Fingernagel schneiden? Erledigt. Okay. Aber... Jetzt fehlen nur noch Sachen. Muss ich nicht noch irgendwie die Kleidung oder sowas tauschen? Jetzt bin ich aber ein bisschen durcheinander. Mal gucken. Was habe ich denn hier noch alles? Der ist riesig. Das ist durch den Schacht nach oben. Wenn man zu nah kommt, macht er dich kalt. Betrachte. Wohin mag sie führen? Keine Ahnung, wollen wir mal aufmachen? Einverstanden. Mach mal auf. Mit bloßen Händen werde ich sie nie aufkriegen. Okay. Hebelwirkung, Eisenstange? Ja, es könnte funktionieren. Gott, ist es laut. Ich sagte, dass unter der Luke Motoren stehen, die, sollte ein Kopf hinunterfallen, ihn so zerfetzen würden, dass keine Spuren mehr davon übrig blieben. Direkt vor der Flucht öffne ich sie mit der Eisenstange und lege dann Körger darauf. Sie werden denken, der Kopf sei durch die Luke gefallen und die Motoren da unten haben ihn pulverisiert. Auf diese Weise würde es keinen Verdacht wecken, dass der Kopf nicht zu finden ist. Womit... Seine Krankenakte mit meiner vertauschen? Erledigt. Ihm den Fingernagel schneiden? Erledigt. Ihm meine Tätowierung auf den Hintern kopieren? Okay. Erledigt. Ihm die Schultern enthaaren? Erledigt. Erreichen, dass das Verschwinden des Kopfes keinen Verdacht aufkommen lässt? Erledigt. Kurgan ist erfolgreich brianisiert worden. Endlich. Jacob Kurgans Leiche könnte glatt als die von Brian Basco durchgehen. Naja... Ich muss noch unsere Klamotten vertauschen, aber damit kann ich bis kurz vor der Flucht warten. Jetzt muss ich nur einen Weg finden, mich an dem Kabel runtergleiten zu lassen. Ich habe keine Ahnung, ob man nicht sterben konnte. Kleiner Schnitt, schnell nochmal speichern. So, jetzt mal gucken, wo geht's denn hier überhaupt hin? Ja, und nach dem, was mit Kurgan passiert ist, werde ich Leiter Nummer 1 benutzen. Thank you.
Murphys Gesetz. Gabo ist so unglaublich dünn, dass er sich wahrscheinlich da durchzwängen kann, aber ich schaffe es nicht mal mit einer imaginären Schachtel. Ah, kann man das nicht öffnen? Oha, ein Sicherheitsschloss. Das kriege ich nie auf. Okay, wenn wir das nicht aufkriegen, dann... Ah, da. Die sind bestimmt nicht massiv. Also müssen wir durch die Gitterstäbe. Wie machen wir das? Wie früher im alten Western, ne? Wir haben diese Dinger. Ach, in dem Western ging das doch immer mit so einem... Oder teilweise mit einem Bettlaken drumrum wickeln, Stock durch und drehen, ne? Dann machen wir das jetzt auch mal. Das Gleiche mit den... Also gut. Mit diesen Fesseln. Erledigt. Stock. Dann nehmen wir die Stange wieder. Nutzen das mit den... Gute Idee. Wenn es einen Weg gibt, die Gitterstäbe zu verbiegen, dann den. Ja, das ist das Kabel in die Freiheit, ne? Das ist doch das Kabel, das Gabo meinte, oder? Es scheint unten, genau neben dem großen Willkommensschild von Happydale zu enden. Perfekt für die Flucht. Was haben wir denn sonst noch? Nix. So, jetzt müssen wir da nur noch runterrutschen, ohne dass wir uns die Hände kaputt machen. Wir rutschen... Mit was denn? Mit der Eisenstange? Nee, wa? Ich glaube, das geht nicht, oder? Die Idee gefällt mir nicht. Okay. Dann nehmen wir mal die Zange. Das ist es. Wenn ich flüchten muss, brauche ich nur das Kabel mit der Geburtszange zu umschließen, mich festzuhalten und dann runtergleiten zu lassen. Na gut. Ich glaube, damit wäre alles geschafft. Na cool. Dieses Schwein von Kurgan ist so brianisiert, dass man seine Leiche für meine halten wird. Und ich weiß auch schon, wie ich mich am Kabel runtergleiten lassen kann. Ich werde in mein Zimmer zurückkehren und auf den Zeitpunkt für meinen Fluchtversuch warten. Und wenn es dunkel wird, die Freiheit. Nichts wird mich hier noch halten können. Jetzt ist Schluss mit den Wanderungen. Ach du Scheiße! Aber Miss Palmer! Vasco ist sehr nervös. Er muss sediert werden. Bringen wir ihn ins Bett. Offenbar braucht er eine höhere Dosis als ich. Hat es geschafft, dass ich das Medikament einnehme. Was war das nur für ein Zeug? Ernie! War es so eine Kapsel? Ja, genau, Vasco. Ich bin mir sicher. Wie kommt es, dass du hier bist, Ernie? Hausregeln, Vasco. Wenn die diensthabende Krankenschwester weggeht, muss ich hier die Stellung halten. Wusstest du das nicht? Hast du gar keine Lust, mal in Miss Palmers Tasche rumzustöbern? Rumstöbern? In der Tasche? Nee. Aber woanders vielleicht. Du weißt schon, woran ich denke. Was schreibst du da? Ich widerlege gerade manchen Blödsinn, den die Leute über Elvis erzählen. Zum Beispiel? Einer sagt, Elvis sei von einem FBI-Zwerg umgebracht worden. Aber das kann nicht stimmen. Um beim FBI genommen zu werden, muss man mindestens 1,75 Meter groß sein. Schreib weiter, Ernie. Aber klar doch. Ich muss herausfinden, welche Wirkung Neuroschokin hat. Bei der Flucht kann ich kein plötzliches Ausflippen riskieren. Oder was auch immer das Zeug sonst verursacht.
Gut, liebe Leute, an der Stelle, nachdem wir alles vorbereitet haben und jetzt irgendwie das noch rausfinden müssen, werde ich diese Folge beenden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Fluchtvorbereitung, der Leichenhalle, dem Schwimmbad und etc., verbogenen Stangen und dem tollen Tätowieren eines Hinterns. Dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich alles Gute und Tschüss. Und ich hoffe, dass die nächsten Folgen in den nächsten paar Tagen noch zustande kommen und wir hier ja uns langsam in Richtung ja Freiheit bewegen. Bis dann.